Richtiges Handwerk beinhaltet wahrhaftige körperliche Arbeit. Das ist in jedem Fall im Beruf des Tischlers gegeben. Geschäftsführer der Tischlerei Weingarten, Frank Geimer, erinnert sich gerne an seine Anfänge mit dem Material Holz und seine Lehre. Ich habe 1994 angefangen zu lernen, in der Tischlerei hier, nicht am selben Ort, wir waren im Dorf, kleine Tischlerei im Dorf. Bin am Wunderbauer zur Berufsschule gegangen, habe von 1994 bis 1997 gelernt. Nach der Lehre kam die Selbstständigkeit. Ein Schritt, den sich nicht jeder wagt. Frank Geimer und seine Familie haben es zum Glück getan. Der Seniorchef, der Josef Weingarten, der ging gegen die 65. Das war im Jahr 2005, habe ich die Firma übernommen. Da habe ich mich dazu entschieden, die Firma weiterzumachen. Schon ein paar Jahre vorher, ich bin 2001 auf die Meisterschule gegangen, habe dann Teil 3 und 4 gemacht, habe dann Zivildienst gemacht und dann Teil 1 und 2 von der Meisterschule und habe dann 2005 übernommen. Und in dem Jahr ist der Herr Weingarten in Rente gegangen, ist aber eigentlich nicht in Rente gegangen, der hilft uns bis heute noch. Ne? Okay. Die Arbeit und der Einsatz aller Mitarbeiter haben schnell für eine ausreichende Auftragslage im Westerwälder Unternehmen gesorgt. Da kommen gleich einige fertige Projekte zusammen. Als ich die Firma übernommen habe, waren wir 3 Leute. Und das hat sich mit der Zeit alles so entwickelt. Wir haben angefangen, Kreuzfahrtschiffe auszubauen. Zuerst kleine Schiffe in Frankreich. Haben nebenher, also unsere Hauptarbeit war vorher Ladenbau, Möbelbau, ganz normal, wie man das traditionell kennt. Die ganze Kreuzschifffahrt, die kam dazu. Und die hat sich dann in den letzten 15 Jahren ganz extrem entwickelt. Wir haben in den letzten Jahren 15 Schiffe neu gebaut und arbeiten jedes Jahr auf ungefähr 70 Schiffen, machen Renovierungen, Umbauten, ne? Machen aber genauso immer noch einen Ladenbau, immer noch dieselben Sachen, die wir früher gemacht haben, mittlerweile auch viele Hotelprojekte um. Wir bauen viele Hotels, Objekte, machen aber immer noch für jeden die Küche. Haben wir alles noch im Portfolio. Die Tischlerei Weingarten stellt natürlich auch Auszubildende ein und freut sich, mit Falk Strüder einen Azubi gefunden zu haben, der seine Affinität und Liebe zum Werkeln mit Holz schon als Kind ausgelebt hat. Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr und ich habe vor 5 Jahren ein Praktikum hier in der Firma gemacht. Als Kind habe ich immer schon viel mit Holz gearbeitet und habe dann ein Praktikum hier in der Firma gemacht. Und da hat mir halt besonders gut die Kombination aus dem Werkstoff Holz und die moderne Arbeitsweise mit den Maschinen und computergesteuerten Maschinen gefallen. Falk ist wie viele andere auch im Handwerk genau richtig aufgehoben. Ein Bürojob würde ihn wahrscheinlich nicht ausreichend auspowern. Das ist zum Beispiel genau das, was ich für meinen Beruf wichtig war. Ich wollte morgens eine Palette sehen, ich kriege jetzt eine Palette mit Material drauf und am Abend stehen die Schränke da. Und so sehe ich an dem Tag, was ich geschafft habe. Wenn ich jetzt beispielsweise Bürojob, wäre vielleicht nicht direkt was für mich. Ich sitze im Büro, habe morgens meinen Aktenstapel da und am Abend ist er noch genauso groß. Die Jugend rückt also voller Motivation nach und lässt sich weiterhin vom Handwerk begeistern. Neue Handwerkerkollegen sind immer willkommen, auch hier im Westerwald. Weitere Infos finden Sie auf der Homepage der Tischlerei Weingarten. Die nächste Generation im Handwerk wartet bereits sehnsüchtig, an den Start zu gehen.